Berlin, wenige Wochen vor der Bundestagswahl. Hackerangriffe auf die Politik, eine reale Bedrohung. Ich glaube, es gibt sehr viele Kräfte sozusagen auf der Welt, die genau darauf achten, was bei dieser Bundestagswahl passiert. Und deswegen ist es meine feste Überzeugung, dass es von sehr unterschiedlichen Stellen den Versuch der Einflussnahme geben wird. Die Frage ist nicht so sehr ob, sondern wann. Eine komplexe Organisation wie der Bundestag, so eine Institution lässt sich kaum absichern. Wer versucht, die Bundestagswahl zu beeinflussen? Neben Hackern arbeiten auch andere, zum Beispiel mit Falschmeldungen, intensiv an der Meinungsmache im Netz. Ziel: maximale Verunsicherung. Die Art und Weise, wie das jetzt im Wahlkampf aufgegriffen wird, die hat sich schon extrem verändert. Infokrieg im Netz. Bei den Wahlen in den USA und Frankreich fester Bestandteil. Jetzt auch in Deutschland? Bis zur Bundestagswahl sind es noch wenige Wochen. Wir wollen wissen, wie frei und gleich wird diese Wahl? Nachdem Hacker bei den Präsidentschaftswahlen in den USA und Frankreich eingriffen, wie gefährdet ist Berlin? Und welche Rolle spielen Fake News? Gefälschte Nachrichten verunsichern, wiegeln auf. Was passiert in Deutschland? Was haben Hacker hier vor? Sind unsere Abgeordneten gut geschützt? Müssen wir mit gezielter Einflussnahme aus anderen Ländern rechnen, etwa aus Russland? Berlin 2015. Hacker dringen in das Netz des Bundestages ein. Unbekannte haben das Computernetz des Bundestages attackiert. Hacker hätten versucht, in die IT-Systeme einzudringen, sagte Parlamentspressesprecher Hebecker in Berlin. Mit einer gefälschten Mail, vermeintlicher Absender UN, betreff Ukraine-Konflikt, gelingt den Angreifern der bis dahin größte bekannt gewordene Datendiebstahl im deutschen Parlament. 16 Gigabyte werden gestohlen. Das entspricht etwa 8 Millionen Seiten Papier. Carsten Nohl ist Cybersicherheitsexperte aus Berlin. Weltweit schützt er IT-Systeme globaler Konzerne. Er hat für uns den Bundestagshack analysiert. Wer draufgeklickt hat, ist mit einer Webseite präsentiert worden, die ohne Zutun des Nutzers den Computer übernommen hat. Und über wenige initial infizierte Computer hat diese Gruppe sich dann im Bundestagsnetz ausbreiten können, bis zur vollen Kontrolle über dieses Netz. Sind die Angreifer im Netz, haben sie vollen Zugang zu den Daten, können das Computersystem oder einzelne Rechner manipulieren. Staaten können sich kaum vor diesen Gruppen schützen, da Staaten in sich eine zu komplexe IT-Landschaft haben. Das Spannende ist ja, dass von den vielen Gigabytes, die abgeflossen sind im Sommer 2015, bisher überhaupt gar nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Das nährt die Vermutung, dass das eine oder das andere dann sehr kurz vor der Wahl tatsächlich zum Einsatz kommt. Der Bundestag und deutsche Parteien wurden auch vor und nach 2015 immer wieder Ziel von Hacking-Angriffen. Marie-Louise Beck ist Osteuropapolitikerin. Sie setzt sich seit Jahren für Oppositionelle in Russland ein und kritisierte auch die russische Invasion der Krim. Kurz darauf wird sie Opfer einer Hacking-Attacke. Bei mir hat im Februar 2014 der erste Zugriff über einen Trojaner, also die Einschleusung auf einen Rechner in meinem Büro stattgefunden. Es hat 2 Jahre gedauert, bis genau identifiziert werden konnte, dass die Hackergruppe, die hinter diesem Angriff stand, genau dieselbe war, die die Clinton-Administration, die Clinton-Wahlkampagne gehackt hat. Wer ist diese Gruppe, die in Amerika und Deutschland Politiker angreift? Und wie geht sie vor? Thank you.
John Podesta. Er war Wahlkampfleiter von Hillary Clinton. Sein E-Mail-Konto wurde gehackt. Sein Team fiel auf eine gefälschte Google-Mail herein. Rückblickend bin ich mir absolut sicher, dass ich mit dem Aufbewahren von elektronischen Aufzeichnungen anders umgehen würde. Mir war noch nicht mal klar, dass gelöschte E-Mails aufbewahrt werden. Ich hatte einen Google-Mail-Account und dort wurden auch die gelöschten Daten aufbewahrt und man konnte auf sie zugreifen. Die Attacke gegen John Podesta wurde einen Monat vor der US-Präsidentenwahl bekannt. WikiLeaks veröffentlicht heute Inhalte aus John Podestas gehacktem privaten E-Mail-Account. Es gab eine ganze Welle von Angriffen. Auch der Server der Demokraten wurde gehackt. Im Wahlkampf ein Super-GAU. Clintons als sicher geglaubter Wahlsieg steht plötzlich wieder in Frage. Warum? Warum? Das ist die Frage. Was wollen die von der Demokratischen Partei und meinem privaten E-Mail-Account? Es hat unserer Kandidatin geschadet und unserer Partei. Es begann mit dem Hacking der Server der Demokraten und ging dann über in das Hacken von privaten Accounts einiger Parteimitglieder, inklusive meinem. Das wurde dann zur Waffe. Die E-Mails, insbesondere meine, wurden in einer Weise veröffentlicht, dass ein maximaler Schaden für Hillary Clinton entstand. Podesta ist Opfer eines sehr typischen Hacking-Vorfalls geworden. Wenn wir Organisationen testen, haben wir Erfolgsraten von um die 60%. Das heißt, die Mehrheit der Mitarbeiter fällt auf Phishing hinein. Und es ist für den normalen Mitarbeiter auch sehr schwierig zu unterscheiden. Ist es jetzt nur noch eine E-Mail, die einen nochmal dazu auffordert, irgendwelche Sicherheitsmerkmale zusätzlich anzuschalten? Oder ist es plötzlich eine Phishing-E-Mail, die sich erstmal genauso anfühlt und genauso liest? Laura Galante, Hackerjägerin. Laura Galante ist eine renommierte Cyberspezialistin der USA. Sie hat die Hackervorfälle auf Amerikas Demokraten untersucht. Dabei traf sie auf Spuren, die sie schon lange kannte. In 2014 hatten wir als Teil unserer Untersuchung einiger Vorfälle bei FireEye die Möglichkeit, Spuren in dieser Schadsoftware aufzuzeichnen. Wir konnten zeigen, dass der wahrscheinlichste Sponsor, der diese Werkzeuge gebaut hat und die Aktion durchgeführt hat, die russische Regierung war. Das war noch 2014, bevor die ganze Sache in den USA politisch heiß wurde. 2016 tauchten dann dieselben Werkzeuge in dem Hack der Demokratischen Partei auf. Und das war ein Moment, in dem viele aus der Sicherheitsbranche sagten: Sehen wir gerade wirklich die russische Regierung, wie sie Hacker finanziert, die ins Netzwerk einer amerikanischen Partei eindringen? Die Spezialisten analysieren die Schadsoftware, ordnen sie der Gruppe APT28 zu. Immer wieder stoßen sie nach Cyberattacken auf Spuren dieser Gruppe, bei den Angriffen auf die Welt-Anti-Doping-Agentur, die Ukraine oder das französische Fernsehen. Mit APT28 sehen wir eine Hackergruppe, die seit mindestens 2007 operiert. Geht man nach den Spuren, die sie hinterlassen. Sie machen das innerhalb der Moskauer Zeitzone, in einer russischen Arbeitswoche zwischen 9 und 5 Uhr, ausgenommen an russischen Feiertagen. Sie machen das in russischer Sprache und die Ziele, die sie ansteuern, haben über und über staatliche Fingerabdrücke. Gibt es eine Verbindung zur russischen Regierung? Präsident Putin im Staatsfernsehen? Hacker sind freie Menschen. Sie sind wie Künstler. Wenn ein Künstler sich morgens gut fühlt, dann malt er den ganzen Tag. Das Gleiche gilt für Hacker. Die stehen morgens auf und merken, dass da irgendwas auf der Welt passiert. Und wenn sie sich dann patriotisch fühlen, dann fangen sie an, sich an etwas zu beteiligen, was sie für gerechtfertigt halten. Sie kämpfen dann gegen die, die schlecht über Russland sprechen. Ist das möglich? Theoretisch ja. Aber von Seiten der Regierung sind wir an so etwas nicht beteiligt. Das ist doch, was wichtig ist. Was ist mit dem Angriff auf den Deutschen Bundestag? Auf deutsche Parteien?
Was wir in Deutschland seit 8 oder 9 Monaten sehen, ist eine Art Wartezustand. Wann werden die russischen Hacker oder eine andere Gruppe eingreifen? Und die Vorboten, auf die einige Leute warten, sind die Fragen, wo sind die Daten des Bundestags-Hacks? Und wann tauchen die Daten des CDU-Hacks auf der Weltbühne auf? Wird es WikiLeaks sein oder eine andere Plattform? Wie werden es die Leute erfahren und wann? Wann wird diese Informationswaffe eingesetzt? In der Analyse der Bundestagswahl ist die Frage nicht so sehr ob, sondern wann. Was passiert mit den 16 Gigabyte gestohlenen Daten? Die Täter seien dieselben wie in den USA. Davon geht neben Laura Galante auch der deutsche Verfassungsschutz aus. Wir haben feststellen müssen, dass immer wieder auch deutsche Parteien, deutsche Politiker, Einzelpersonen Gegenstand auch von Cyberangriffen von APT-28 oder anderen APTs, die wir russischen Diensten zuordnen, waren. Das hat mich nicht besonders erstaunt, denn ich weiß, dass ich es mir in Russland mit einem Staat zu tun habe, in dem der russische Geheimdienst, der FSB, überall ist und unsere Kommunikation vor allen Dingen mit den Dissidenten in Russland wird immer geführt, schon lange, mit einem wachen Auge, nämlich dem Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind. Wir sind in Moskau. Beeinflussen von hier aus Hackergruppen wie APT-28 westliche Wahlkämpfe? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Hacks im Auftrag der russischen Regierung stattfinden? Es gibt bislang dafür keine offengelegten Beweise, auch von den deutschen Sicherheitsbehörden nicht. Der Journalist, den wir hier treffen, verlegt eine investigative Zeitschrift, The Insider. Er hat keinen Zweifel, dass Putin und eine Untergruppe des Militärgeheimdienstes in die Wahlkampf-Hacks verstrickt sind. Auch wenn das von offiziellen Stellen stets dementiert wird. Roman Dobrokhotov ist sich sicher, Auftraggeber ist Putin. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Putin ein KGB-Offizier war, der mit KGB-Traditionen und Spezialoperationen, die Erpressung und Kompromittieren beinhalten, groß geworden ist. Und Hackerangriffe können dafür benutzt werden, um auf verschiedene Politiker Einfluss auszuüben. Das ist kein Zufall, dass Donald Trump in Verdacht steht, Opfer einer solchen Spezialoperation gewesen zu sein. Für ihn ist klar, auch bei den Bundestagswahlen will der Kreml intervenieren. Mit vielen Methoden, nicht nur durch Hacking. Und was Deutschland angeht, wird das sein primäres Ziel sein. Mithilfe von Hackerangriffen und anderen Manövern, die die russischen Geheimdienste durchführen, wird nach kompromittierender und problematischer Information gesucht, die die Partei von Angela Merkel unbeliebter macht und Angela Merkel selbst. Man will verhindern, dass sie die Regierungskontrolle nach den nächsten Wahlen bekommt. Vermutlich werden auch Fake News und solche Trollfabriken eingesetzt und benutzt. In diesem Haus in Moskau soll eine Trollfabrik sein. Es existieren auch Aufnahmen aus St. Petersburg. Bezahlte Blogger sollen von dort aus mit erfundenen Kommentaren für Unruhe sorgen. Bis wir erkannt haben, womit wir es zu tun haben, Social Networks, Facebook und die unendliche Menge von kritischen Kommentaren, bis klar war, dass die nicht etwa aufgebrachte Bürger sind, sondern es in St. Petersburg eine durch einen mit Putin befreundeten Oligarchen gibt, der eine Fabrik, eine Denkfabrik beschäftigt mit jungen Leuten, die solche gezinkten Mails
als scheinbare Bürgerkommentare auf unsere sozialen Facebook-Netzwerke einspielen, die wir heute Trolle nennen. Und von jetzt heute weiß jeder, was ein Troll ist. Wir treffen Andrei Soldatov. Kenner der russischen Geheimdienste. Für ihn ist klar, die russische Regierung führt schon lange einen Informationskrieg. Natürlich hat das mit dem Nachlass des KGB zu tun. Der KGB hat Informationsoperationen durchgeführt und daran aktiv mitgewirkt. Man hat versucht, auf die öffentliche Meinung der westlichen Länder Einfluss auszuüben. Außerdem hat man nie verstanden, wie normale Medien arbeiten. Und man wollte sie auch nicht in der Sowjetunion haben, weil man die Medien als Waffe verstanden hat. Wir benutzen sie wie eine Waffe, also werden es die anderen vermutlich auch tun. So hat man gedacht. Das war immer eine Art Front, ein Kampf um die Herzen und den Verstand der Menschen. Anders wurde das nie gesehen. Unabhängige Medien verstehen sie nicht, rein physisch. Soldatov recherchiert intensiv auch über Gruppen wie APT-28. Arbeitet die Gruppe im Auftrag des Staates? Es ist möglich nachzuweisen, ob es eine staatliche Unterstützung gab. Das kann man tun, indem man überprüft, wie viele Ressourcen aufgewendet wurden, wie viel Zeit dafür aufgebraucht wurde. Diese Schlüsse lassen sich dann ziehen. Und es gibt einen Konsens zwischen den Experten auf der ganzen Welt, dass die Beweislage dafür ausreicht, um das Land zu bestimmen, aus dem die Attacke kommt, und ob es eine staatliche Unterstützung gegeben hat. Aus dem Pressebüro des russischen Präsidenten heißt es, man kenne APT-28 nicht. Und Russland und die russische Regierung seien nie an irgendwelchen Cyberattacken beteiligt gewesen. Wieder in Deutschland. Im Nationalen IT-Lagezentrum im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Hier sollen vor allem Cybersabotageakte gegen Bundesbehörden oder kritische Infrastruktur abgewehrt werden. Ich glaube, es geht nicht um hundertprozentigen Schutz. Es wird niemals auch eine hundertprozentige Sicherheit geben. Es geht darum, dass man ein vernünftiges Risikomanagement implementiert, dass man die Mitarbeiter entsprechend schult, dass man nicht nur sagt, wir bauen, um ein Bild zu nehmen, eine mittelalterliche Stadtmauer um die Stadt drumherum und damit ist die Stadt sicher, sondern man verriegelt eben auch noch die einzelnen Häuser, man hat verschiedene Sicherheitskonzepte. Das bedeutet für den BSI-Präsidenten, dass sich auch die politischen Parteien besser schützen müssen, um solche Angriffe abzuwehren. Wir haben die Netze der Bundesverwaltung deutlich verbessert, eine tiefergehende, optimierte Verteidigung dort aufgebaut, sodass wir frühzeitig erkennen, wer versucht einzudringen, wer versucht auch Daten abzusaugen. Wir härten teilweise auch die Parteien mit Hilfe von Penetrationstests, um zu sehen, ob die IT-Systeme auch dort besser geworden sind, wo es vielleicht noch bestimmte Lücken gibt. Penetrationstests sind gutartige Test-Hacks, die Schwachstellen in Computersystemen finden sollen. Carsten Nohl ist jemand, der im Auftrag von Unternehmen solche Tests durchführt, damit Geld verdient. Dabei zeigt er und sein Team regelmäßig, dass nahezu jedes System Schwachstellen hat, die böswillige Angreifer ausnutzen können. Sehr oft sind es einfach die Nutzer, die Fehler machen. Schwachstelle Mensch. Opfer werden dazu gebracht, Schaddateien selbst auszuführen. Der überwiegende Teil von erfolgreichen Hacking-Angriffen auf große Firmen und Regierungsstellen der letzten Jahre hat eine Hacking-Methode beinhaltet, das sogenannte Phishing. Beim Phishing schickt ein Hacker eine präparierte E-Mail, häufig mit einem Dokument angehangen oder mit einer präparierten Webseite, auf die verlinkt wird, und suggeriert, dass das Opfer draufklicken soll. Schon kann der Angreifer auf sensible Daten zugreifen, hat Zugang zum dazugehörigen Netzwerk. Wie einfach so ein Angriff funktioniert, demonstriert uns Carsten Nohl. Mit wenigen Klicks verwandelt er ein simples Dokument in ein böswilliges. Es
Das heißt, wir können dieses Dokument einfach umbauen, indem wir noch eine vierte Funktion hinzufügen, die beim Öffnen des Dokuments gleich böswillig ein Virus auf diesem Computer installiert und dem Hacker volle Kontrolle über den Computer gibt. Volle Kontrolle über den Rechner bedeutet, er kann auf alles zugreifen, auf die Webcam und auf alle Daten. Die Abgeordneten des Bundestags sind seit dem Hack 2015 alarmiert und sensibilisiert, gerade was Phishing-Mails angeht. Lars Klingbeil von der SPD bekommt regelmäßig solche Mails. Weil sie immer besser werden. Also wir kennen, glaube ich, alle noch diese klassischen E-Mails, wo sich auf einmal der Onkel aus Südafrika meldet, den man nie getroffen hat, und der sagt, er hat hier 3 Millionen, die er einem vererben will. Da kriegt man beim logischen Denken einfach schon mit, dass es nicht stimmen kann. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich habe neulich eine E-Mail von Apple bekommen. Ich bin Apple-Kunde und ich habe mehrere Minuten mir das Ganze angucken müssen, habe dann auch gegoogelt, ob diese Mail stimmen kann, ob es Hinweise darauf gibt. Ich kenne solche Mails von meiner Bank und das wird immer mehr, es wird immer professioneller und die Wahrscheinlichkeit, dass man darauf klickt, nimmt eben zu. Ich bin inzwischen der Auffassung, dass so wie wir arbeiten, es fast unmöglich ist, sich zu schützen gegen solche Angriffe von außen, weil wir mit 2 verschiedenen Systemen arbeiten. Wir haben einmal das relativ gut geschützte System der Rechner des Deutschen Bundestages. Alle Abgeordnete haben aber auch noch private Handys, private iPads und die alle sind verbunden mit diesem System. Und damit gibt es faktisch eine offene Eingangstür. Hacker haben hier leichtes Spiel. Es reicht ein Abgeordneter, ein Mitarbeiter, der nicht aufpasst. Das macht den Wettlauf um Sicherheit mit den Angreifern aus dem Netz so schwierig. Welche Konsequenzen ein erfolgreicher Hack haben kann, das zeigt der US-Wahlkampf. Dort ging es nicht nur um die gehackten und veröffentlichten Daten von Hillary Clinton oder John Podesta. Es ging auch um das, was daraus gemacht wurde. Lügengeschichten, Fake News. Erst kam der Hack, dann die Verschwörungstheorie. Pizzagate war so eine. Die Lüge, Clinton und Podesta sollen in einen internationalen Kinderschänderring verwickelt sein, den sie aus einer Pizzeria heraus betreiben würden. Pizzagate ist real. Die Frage ist, wie real? Aber irgendwas passiert da. Irgendwas wird vertuscht. Das muss recherchiert werden. Das kann man nicht einfach Fake News nennen. Das sind die echten WikiLeaks-Enthüllungen. Das ist echt. Die Speisekarte von Comet Ping Pong. Beachten Sie das Symbol der Tischtennisschläger. Klar zu sehen, die Ähnlichkeit mit dem Symbol für Kinderliebe aus dem FBI-Dokument. Okay, ruhig, New York Times, bevor ihr das jetzt wieder Fake News nennt, ihr in eurem Elfenbeinturm. Schauen Sie sich jetzt dieses Symbol von Besta Pizza an. Die sind nur 2 Türen weiter von der Comet Ping Pong Pizzeria. Ganz plakativ verwenden Sie das Symbol für jungen Liebhaber aus den freigegebenen FBI-Dokumenten. Die Beweise kommen ans Licht, dass Besta Pizza und Comet Ping Pong Pizza sich im Wettbewerb um den lukrativen Washingtoner Pädophilenmarkt befinden. Das war eine komplett erlogene Geschichte über meine und Hillary Clintons angebliche Beteiligung an einem Kindersexring, der von einer Washingtoner Pizzeria aus betrieben wird. Komplett ausgedacht, aber die Geschichte hat sich verselbstständigt. Und plötzlich führte sie jemanden, der daran geglaubt hatte, nach Washington in diese Pizzeria, wo er mit einer geladenen Waffe um sich schoss. Aufgehetzt durch die wilden Spekulationen greift Edgar Madison Welch im Dezember zur Waffe und stürmt in die Pizzeria Comet Ping Pong. Er hat sein Auto direkt hier vorne geparkt und hat dann das Restaurant gestürmt an einem sonnigen Sonntagnachmittag um 3. James ist Betreiber der Pizzeria Comet Ping Pong. Er unterstützte Hillary Clinton, ist befreundet mit John Podesta. Deshalb tauchte sein Name auch in dessen E-Mails auf. Daraus konstruierten rechte Netzwerke und Verschwörungstheoretiker die Kinderschändergeschichte. Wir bekommen immer noch einige Drohungen und wir haben etwas Angst. Dieser schießende Aktivist hat bei uns ein länger dauerndes Trauma ausgelöst.
beim Personal und der Nachbarschaft. Die Wochen vor der Wahl werden für James und sein Team zur Qual. Und dann war die Wahl endlich vorbei und ich dachte, okay, wenn es wenigstens ein Gutes gibt, dann, dass meine kleine Verschwörungstheorie jetzt nicht mehr interessant ist. Was stattdessen passierte, war, dass die Attacken und Nachrichten eskalierten. Und auch das Ausmaß eskalierte bis zu dem Punkt, dass ich 70 Nachrichten am Tag erhielt. Viele davon waren sehr bedrohlich. Sie bedrohten mein Leben. Sie schlugen mir vor, mich umzubringen. Sagten, sie wüssten, was los ist. Danach wurde das Restauranttelefon überschwemmt. Leute, die anriefen und in den Hörer schrien. Die Bedienungen, das Personal anschrien. Pizzagate war einer der Tiefpunkte im US-Wahlkampf. In den Medien kaum beachtet, sponnen Millionen in Foren oder bei YouTube ihre eigenen Theorien. Wie du hier sehen kannst, gibt es einige verdammt gute Beweise, dass das hier mit Satanismus zusammenhängt. Die Symbole in der Ecke. Und die Symbole sind noch nicht mal die schlimmsten. Das Team von Hillary Clinton hatte Pizzagate nicht auf dem Schirm. Von vielen unbemerkt mobilisierten die Verschwörer im Netz so für den Kontrahenten Donald Trump. Diese Geschichten fallen einem an gewöhnlichen Tagen überhaupt nicht auf. Sie tauchen nicht im Fernsehen auf, nicht in den normalen Tageszeitungen. Sie werden viral verbreitet über die sozialen Netzwerke. Ich denke, wenn ich zurückblicke, wir hätten diese Geschichten viel effektiver in den sozialen Netzwerken bekämpfen müssen. Wenn Sie sich Facebook anschauen, dann stellen Sie fest, dass die Top 20 Fake News-Geschichten eine größere Verbreitung hatten als die Top 20 realen Nachrichten. Sie hatten mehr Likes, wurden öfter geteilt in den letzten 75 Tagen vor der Wahl. Welche Fake News werden wir im deutschen Wahlkampf sehen? Seit 4 Monaten hat die Tagesschau eine eigene Einheit, die sich um Lügengeschichten im Netz kümmert. Patrick Gensing leitet die Gruppe aus Rechercheuren, die Falschaussagen entgegentreten sollen. Also wir haben diese Studien zu den Fake News in Deutschland, das hat Christoph gestern fertig gemacht, ist heute auf die Seite gegangen. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil es so ein bisschen unsere Annahmen stützt, dass das durchaus ein relevantes Phänomen ist. Lange war man sich in der Tagesschau unsicher, wie man mit solchen Fake News umgehen soll. Schließlich will man sie nicht weiterverbreiten. Doch Pizzagate, das Millionen Menschen erreichte, zeigt, ignorieren funktioniert nicht. Patrick Gensing und sein Team durchsuchen das Netz auf Falschmeldungen, die stark verbreitet werden, recherchieren und stellen diese richtig. Das Ziel von solchen Kampagnen können Politiker aus verschiedenen Milieus sein, aber es richtet sich besonders oft gegen Grünen-Politiker, denen immer wieder Zitate in den Mund gelegt werden, dass sie irgendwie für Pädophilie seien oder dass sie Flüchtlinge ins Land holen wollen. Es sind oft Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, die angegriffen werden, denen verschiedene Sachen unterstellt werden. Gensing beobachtet, dass Fake News vor allem von rechts gestreut und verbreitet werden. Und wann werden die... Was wir in den vergangenen Wochen festgestellt haben, ist, dass so die Rhetorik der AfD wieder aggressiver wird. Eine Zeit lang war sie fast ein bisschen differenziert auf Facebook. Inzwischen fahren sie wieder mehr Angriffe. Simon Hegelich. Er leitet das Institut für Political Data Science, das einzige dieser Art in Deutschland. Er forscht nach politischen Strömungen im Netz. Wie funktioniert Politik im Internet, kurz vor der Wahl? Auch er sieht, Fake News sind im deutschen Wahlkampf angekommen. Momentan sehe ich die größte Gefahr eigentlich darin, dass wegen den ganzen Fake News so ein Klima entsteht, dass man sagt, ich glaube sowieso nichts mehr. Und dann verlässt man sich wieder auf was? Auf seine eigenen Netzwerke. Und wir sehen in Deutschland gerade, dass wir eben insbesondere von rechts her neue Netzwerkstrukturen, sehr dichte Netzwerkstrukturen sehen, wo die Leute tatsächlich in so einer Art Echokammer dann sind und in ihrer eigenen Meinung bestätigt werden. Und das kann zu einer sehr starken Polarisierung der Gesellschaft führen. Echokammer, so nennt man es, wenn man nur Inhalte zu lesen bekommt, die man gut findet, anderes nicht. Fake News haben es in Echokammern leicht. Doch wie funktionieren sie? Ein Beispiel. Margot Käßmann kritisiert die AfD-Familienpolitik.
Die Erhöhung der Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung entspreche dem kleinen Aria-Paragraphen der Nationalsozialisten. Zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern, da weiß man, woher der braune Wind wirklich weht. Schnell wird das Zitat verkürzt und dadurch verstellt. Die Aussage nun, Käßmann hätte auf dem Kirchentag alle beleidigt, die deutsche Eltern ohne Migrationshintergrund haben. Beispiele, wie auf YouTube das Zitat umgedeutet wird. Da weiß man, woher der braune Wind dann wirklich weht. So, also viel Applaus von den Zombies hier im Publikum, die das nicht hinterfragen. Und ich finde auch interessant, wie, sag mal, selbstgefällig sie da redet und wie selbstzufrieden sie dabei ist. Das heißt, die ist es wahrscheinlich nur gewöhnt, dass sie die ganze Zeit Applaus bekommt für das, was sie sagt und dass ihr niemand widerspricht. Und deswegen wird sie auch so hart von der Kritik getroffen. Sie ist einfach jemand, der nicht verstehen kann, wie sie jemand kritisieren kann. Und zwar ernsthaft. Der braune Wind, der weht aus ihrem Mund. Frau Käßmann, der Nazi und der Rassist, das sind Sie selber. Ja, mit Ihren Äußerungen bewegen Sie sich sogar im Bereich des Völkermords. Ein anderes Beispiel. Eine Zahl des sogenannten Gatestone Institutes. 1600 Messerattacken in Deutschland, alleine in den ersten 5 Monaten. Tenor, es sei viel gefährlicher geworden. Verbreitet wird das von unzähligen migrationsfeindlichen Internetseiten und auch von der AfD. Seit Jahresbeginn gab es 1600 Messerattacken, rund 10 pro Tag. Deutschland ist nicht bunt, Deutschland ist gemeingefährlich. Die Zahl ist kompletter Unfug. Sie basiert nicht auf polizeilichen Statistiken, sondern ist selbst errechnet aus Pressemitteilungen der Polizei. Eine seriöse Ableitung, wie gefährlich Deutschland geworden ist, unmöglich. Immer wieder fällt uns der Gatestone-Institut-Autor Sören Kern auf. Er hat die Messerzahlen in die Welt gesetzt. Wie genau er darauf kommt, verrät er uns nicht. Alle Fragen bleiben unbeantwortet. Wir finden ein Interview mit dem US-Sender Fox News aus 2016. Dort zeichnet Kern ein düsteres Bild von Deutschland. Deutschland wird nie wieder so sein, wie es war. Das ist unmöglich. Es gibt schon jetzt riesige Probleme mit Parallelgesellschaften. Im Grunde geht es um große Gruppen von muslimischen Zuwanderern, die überhaupt nicht zu integrieren sind. Wer ist dieser Mann, der über eine New Yorker Website in Deutschland Angst vor Flüchtlingen schürt? Das Gatestone Institute sitzt hier, in der noblen Upper East Side, in unmittelbarer Nähe zum Central Park. Wir versuchen, mit Kern ins Gespräch zu kommen. Guten Tag. Ich suche Sören Kern vom Gatestone-Institut. Finde ich den bei Ihnen? Herr Kern arbeitet für uns aus Europa. Der sitzt nicht hier. Wir sind vom deutschen Fernsehen und hätten ihm gerne ein paar Fragen zu einem Artikel gestellt, den er geschrieben hat. Dann schreiben Sie doch bitte eine Mail an unsere PR-Abteilung. Auch auf diese Mail erhalten wir keine Antwort. Oft tauchen die, die Fake News in die Welt setzen oder verbreiten, einfach ab. Auch die AfD will nicht mit uns sprechen. Nur der AfD-Kandidat Fest bezieht Stellung. Er wisse nicht mehr, in welcher Publikation er die Meldung gelesen hätte. Gatestone sei es nicht gewesen. Wie haben diese Geschichten überhaupt eine nennenswerte Verbreitung gefunden? Das soll Professor Hegelich für uns erforschen. Worauf wollen Sie bei den beiden Fake News achten? Wir werden bei den Fake News jetzt schauen, welche Spuren wir in unseren Daten finden, wie die verbreitet wurden und auch, ob Social Bots an der Verbreitung dieser Geschichten beteiligt waren und ob die vielleicht dazu geführt haben, dass die Geschichten größer gemacht wurden, als sie in Wirklichkeit waren. Warum verbreiten sich Fake News so wahnsinnig schnell und beeinflussen Menschen so leicht? Elisabeth Wehling, Sprachwissenschaftlerin in Berkeley, beschäftigt sich mit der Sprache von Populisten und Fake News. Wir treffen sie in Köln. Wehling hat untersucht, wie solche Nachrichten sich in unserem Gehirn festsetzen und welche Emotionen sie auslösen. Ja, es funktioniert immer dann besonders gut, wenn es sehr konkrete Bilder sind oder sehr einfache Sätze, Wörter, Ideen, die genutzt werden. Weil genau auf dieser Ebene, und das ist ja eine typische Sache bei diesen Fake News in bestimmten Internetnischen, weil genau auf dieser Ebene der sehr einfachen Bildsprache und sehr einfachen Konzepte das Gehirn am stärksten mitarbeitet. Wie bewertet die Wissenschaftlerin den Messerattacken-Post der AfD? 320 Messerattacken pro Monat. Darunter steht kriminelle Zuwanderer.
Wenn Sie jetzt immer sagen, krimineller Zuwanderer, krimineller Zuwanderer, krimineller Zuwanderer, über dieses sogenannte Habit Learning, also die synaptische Stärkung im Gehirn, lernen Sie, Zuwanderer als kriminell implizit, assoziativ, ganz automatisch zu denken. Das ist ein Eingriff ins Gehirn. Je konkreter das Bild, desto nachhaltiger wirken Botschaften. Desto einfacher manipulieren Sie unser Gehirn. Wenn Sie sagen Messerattacke, was haben wir alle sofort vor Augen? Messer. Messerattacke, wunderbar. Und das sehen Sie übrigens oft bei solchen Fake News, diese sehr konkreten Bilder, dass man Sachen so runterbricht auf ganz greifbare Dinge. Zurück in München bei Professor Hegelich. Sein Team hat die Verbreitung der beiden Geschichten in sozialen Medien ausgewertet. Das ist jetzt die Entwicklung dieser Story in unseren Daten mit einer Epidemie an Messerattacken. 10-mal pro Tag wird in Deutschland zugestochen. Und jetzt können wir genau sehen, an welchen Tagen hat sich das am stärksten verbreitet. Und das ist halt hier direkt, als die Geschichte gepostet wurde im Internet, haben wir dann auch die stärkste Verbreitung. Doch die Messergeschichte wurde nicht nur von Menschen geteilt. Und da entdecken wir jetzt schon ein paar alte Bekannte. Einer der Nutzer, der diese Meldung am häufigsten verbreitet hat, ist der Nutzer Ivi Pitzki, der von seiner Aufmachung her sehr deutlich mit der AfD sympathisiert. Und wo man hier einige Hinweise darauf findet, dass es sich vermutlich um einen Social Bot handelt. Hegelich findet mehrere Social Bots, die diese Fake News verbreiten. Social Bots, das sind Social Media Accounts, die so tun, als verberge sich hinter ihnen ein Mensch. In Wirklichkeit ist es ein Computerprogramm. Die Accounts senden automatisiert. In diesem Fall sind sie so programmiert, dass sie Aufmerksamkeit schaffen. Oft kopieren sie Posts automatisch und verbreiten sie zusammen mit anderen Bots 100, sogar 1000-fach. Es ist nicht ganz einfach, sie zu erkennen. Verdächtig ist jeder, der über 50 Postings pro Tag absendet. Für Hegelich besonders spannend ist der Fall Margot Käßmann. Auch hier waren Social Bots am Werk. Was wir halt sehen können, ist, dass eigentlich Käßmann als Begriff auf Twitter in unseren Daten überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es tauchte eigentlich überhaupt gar nicht auf. Und dann Ende Mai, als dann das Zitat auf dem Kirchentag war, mit der entsprechenden Fake News dazu, dann explodiert es förmlich. Und wir haben hier teilweise pro Stunde 280 Meldungen, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir greifen ja nicht komplett Twitter ab. Für den Wissenschaftler überraschend, Hegelich findet erstmals Verbindungen zur amerikanischen Rechten. Als wir der Käßmann-Geschichte gefolgt sind, haben wir festgestellt, dass einige von den Bots, die diese Story verbreitet haben, ganz explizit auf das Social Network Gap verlinken, was ein Netzwerk ist, was extra aufgebaut worden ist, um die Alt-Right-Bewegung in den USA zu unterstützen. Die Alt-Right-Bewegung in den USA ist die modernisierte Rechte, die im US-Wahlkampf, vor allem im Internet, massiv für Donald Trump geworben hat. Viele glauben, dass auch das ein Schlüssel für seinen Wahlerfolg war. Es wird ja immer gern gesagt, ja, aber das ist ja alles nichts Neues, Social Media, das hat es ja immer schon gegeben. Aber man muss einfach sagen, die Art und Weise, wie das jetzt im Wahlkampf aufgegriffen wird, die hat sich schon extrem verändert. Also, dass es früher irgendwelche Aktionen gegeben hätte von irgendwelchen nicht näher benennbaren Gruppen, die versuchen, da einen Einfluss zu kriegen, das ist mir so nicht bekannt und das habe ich in den Daten nie gesehen. Nicht nur Fake News können uns beeinflussen. Auch eine neue Form der Wahlwerbung. Microtargeting. Jeden Nutzer auf Facebook ganz genau nach seinen persönlichen Interessen und Wünschen ansprechen. Kerstin Reitl von der Digitalagentur Nemix macht genau das. Allerdings für Firmen, nicht für Parteien. Wenn wir Microtargeting nutzen, können wir überlegen, wen möchten wir wirklich bewerben, wer soll unsere Botschaft sehen. Dann können wir, wenn wir wissen, wir möchten eine junge Familie ansprechen, können wir sie ganz gezielt mit unserer Familienpolitik ansprechen. Wenn wir wissen, wir möchten zum Beispiel Pendler ansprechen, können wir für die Pendler ganz gezielt zeigen oder sagen, was wir im Bereich der Verkehrspolitik machen. Das sieht in der Praxis so aus, dass wir im einfachsten Fall
einen Post auf Facebook schreiben können. Wir engagieren uns für junge Familien. Kann dann direkt diesen Beitrag bewerben und kann hier direkt auswählen, okay, wer soll denn diese Werbung oder diese Ansprache jetzt sehen. Und Sie sehen hier, ich kann demografische Daten auswählen. Bei Geschlecht, wenn wir sagen junge Familien, das betrifft vermutlich Männer und Frauen, bleiben wir auf alle. Und dann können wir hier das Alter einschränken. Und dann können wir hier als letzten Schritt noch auswählen, was oder welche besonderen Interessenskategorien sollen denn diejenigen, die die Werbung dann sehen, auch haben. Das heißt, wir sagen in Deutschland alle 20- bis 45-Jährigen, die sich für Kinder interessieren, sehen anschließend unsere Werbung. Facebook weiß, wer wir sind und verkauft diese Daten. Je passgenauer, je teurer. Facebook speichert verschiedene Daten, unter anderem meine geografischen Daten, also von wo greife ich auf Facebook zu. Und wenn ich da typischerweise am Wochenende von woanders zugreife als Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr, dann geht Facebook davon aus, dass ich zu meinem Arbeitsplatz pendeln muss. Auch für Wahlwerbung können diese Daten jederzeit genutzt werden. Im extremen Fall würde der Nutzer bei Facebook dann nur die Wahlwerbung sehen, die in sein Weltbild passt. Es werden ganz unterschiedliche Daten verwendet. Es werden zum Beispiel auch verhaltensbezogene Daten verwendet, also welche Seiten like ich, welche Artikel schaue ich mir an auf Facebook und auf welchen Drittseiten im Internet bin ich unterwegs. Donald Trump hat so Werbung für sich gemacht. Doch nutzen deutsche Parteien diese Form der Werbung? Wir haben uns ein rechtes Facebook-Profil zugelegt. Über Wochen haben wir Beiträge der AfD geliked. Und zusätzlich das, was uns eher flüchtlingsfeindlich, nationalistisch erschien. Unser Freundeskreis, AfD-Umfeld und oft noch viel rechter. Vor ein paar Tagen stoßen wir auf diese Werbebotschaft. Jens Spahn, CDU-Staatssekretär, wirbt mit diesem Posting. Sichere Außengrenzen für ein sicheres Europa. Seht ihr das genauso? Von Facebook erfahren wir, dass Jens Spahn AfD-Sympathisanten zwischen 22 und 48 Jahren damit ansprechen möchte. Die sehen diese Anzeige. In seiner Facebook-Timeline finden wir das Wort Außengrenze im letzten halben Jahr genau einmal. Warum duzt Jens Spahn AfD-Sympathisanten und wirbt gezielt um sie, ohne dass andere es sehen? Dazu kein Interview. Schriftlich heißt es: Die Anzeige, auf die Sie ansprechen, ist Teil einer Like-Kampagne für meine Facebook-Seite. Im Übrigen habe ich in unzähligen Interviews, Gastbeiträgen und öffentlichen Diskussionen die Position vertreten, dass Europas Außengrenzen sicher sein müssen. Dieser Post ist übrigens auch von Jens Spahn. Hier präsentiert er Deutschland ganz weltoffen, international. Dieser richtet sich auch nicht an AfD-Wähler, sondern an Großstädter zwischen 20 und 50 Jahren, erklärt das Büro Spahn. Bei Jens Spahn bekommen verschiedene Zielgruppen offenbar das, was besser zu ihrem Weltbild passt. Er nutzt die Echokammern zu seinen Gunsten. Die CDU-Bundespartei sagt dazu: Werbebotschaften an bestimmte Zielgruppen auszuspielen, hat sich zum Beispiel bei den Landtagswahlen dieses Jahres bewährt, bei denen wir Wahlaufrufe lokal in den Bundesländern ausgespielt haben. Wahlkampf 2017. Im Spannungsfeld von Hacking, Fake News und passgenauen Werbebotschaften. Was wird die Wahl wie stark beeinflussen? Wenige Wochen vor der Wahl. Noch kann das keiner beantworten. Denn noch nie wurde an so vielen Fronten mit solchen Mitteln um die Wähler gekämpft. Im Infokrieg.